Rasul alayhi salatu wasalam sagte, am Tag der Auferstehung wird jemand vorgeführt, dem es im Diesseits am besten ging. Ein Multimilliardär, der hatte alles, Connections, alles möglich. So wird er einmal in die Hölle getunkt. Zack, rein und raus. Danach wird ihm gesagt, o Sohn Adams, hast du je etwas Schönes erlebt? Er wird sagen, nein. Dieser kurze Moment in Jahannam hat ihn alles ausradiert. Warum? Weil die Strafe gewaltig ist. Auf der anderen Seite, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann wird jemand gebracht, der wird kurz in das Paradies eingetunkt und wieder raus. Und er wird gefragt, hast du je Leid verspürt? Hattest du je Kummer in deinem Leben? Sagt er, nein. Alles weg. Das Paradies, Habibi. Was für Kummer, was für Sorgen.